und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sweet Transit. Ab dieser Folge geht es richtig los, wo ich auch viel planen und viel ordentlich machen werde. Und ich weiß noch nicht, wie groß das Spiel wird oder wie viel da an Content kommt, aber ich lasse mich mal überraschen. Und ich würde sagen, wir machen natürlich direkt ein neues Spiel. Diesmal nicht Paris, sondern eine neue Welt, weil ich komplett selber schauen will, wie so die ganzen Sachen sind. Wir haben jetzt übrigens auch den 5.8., also nur einen Tag später. So gesehen ist es halt quasi, wenn man es genau nehmen möchte, 18 bis 18,5 Stunden nachdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Warte, ich muss mal ganz kurz hier eben mich neu hinsetzen. So. Heute ist mal wenigstens nicht so warm wie gestern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir gestern beim Schneiden so, ach weißt du was, man könnte da ja noch was machen und da was machen. Und irgendwie habe ich doch Bock, jetzt ein bisschen was ordentlich zu planen und nicht zwei Wochen drauf zu warten, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber selbstverständlich lese ich trotzdem die ganzen Kommentare, kann nur noch nicht heute drauf eingehen, falls da welche kommen. Also, neue Welt. Ach Gott, ist das viel Wasser. Nee, weiß ich nicht, bei so viel Wasser sehe ich mich irgendwie nicht. Es ist mir irgendwie dann noch zu viel. Oder gibt's Schiffe? Huh. Huh. Hey, lol, Wasser 0. Ich habe trotzdem Wasser. Ah, oh, macht Sinn, ne? Ich würde sagen, so ein Viertel Wasser. Das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen ordentlicher aus, so. Berge finde ich auch ein bisschen viel irgendwie so. Auch ein Viertel? Weniger? Ich weiß halt nicht, wie viel man braucht. Ist schon ein großer Unterschied, oder? Einfach so eins. Bots, Junge. Oh, Kohle. Lol, guck mal. Einfach ein kleiner Minifleck da und Minifleck da. Und das war's einfach. Ich glaube, 03 sah ganz cool aus, weil 025 war irgendwie so, geht so. 03 sieht irgendwie ganz, hier, das sieht irgendwie ganz nice aus. Von der Menge her. Die Größe. Hä? Hat das jetzt so einen großen Unterschied gemacht? Ich gehe mal ganz kurz in die Ecke. Wir haben da jetzt ungefähr 4 solcher Blöcke. Okay, wir zoomen mal ganz raus. Ja, okay, wir vertrauen einfach mal drauf. Das sieht auf jeden Fall doch ganz gut aus eigentlich, oder? Schön random alles. Teilweise sogar schon fast ein bisschen zu viel Wasser, würde ich schon fast vermuten. Aber auch da, dann haben wir auch wieder teilweise Flächen, die echt ohne Wasser sind, also geht eigentlich. Was mich nur ein bisschen stört, ist so wie das Ganze, also es sieht auch irgendwie ein bisschen zu matschig aus, weiß ich mein. Raster? Oh. Oh. Ja, da sehe ich mich. Das ist schon fast noch besser als random. Ich würde sagen, so eine Europakarte kann man ruhig machen, oder? Ich glaube, das ist... Weil dann können wir auch wenigstens die ganzen Städte da bauen, wo sie auch wirklich sind. Ist doch eigentlich eine coole Idee. Ja, ich finde es nice. Ja. Was ist denn Störungsskala? Keine Ahnung. Störungsausmaß? Keine Ahnung. Störungsfaktor? Keine Ahnung. Und Biomskala? Keine Ahnung. Ich würde sagen, passt so, oder? Aber Wasser macht das doch jetzt eigentlich eh keinen Unterschied, oder? Oh. Ich könnte jetzt doof sein, aber kann es denn, dass 03 echt so ist, wie es in Wirklichkeit ist? Ich weiß es gerade nicht. Also ich weiß, die beiden sind verbunden, aber war da nicht auch eine Brücke nur? Genau das gleiche wie hier oben auch.
Ja, aber den ganzen Inselkram unten bei Griechenland weiß ich eh nicht, wie das genau verbunden ist, wenn ich ganz ehrlich bin, wo was ist. Ja, aber allein die hier, die sind nicht verbunden. Hier müssen wir ein bisschen mehr Wasser machen. Na? Das ist ja Quatsch. Die Verbindung ist trotzdem da. Das macht eigentlich keinen Sinn. Genauso wie hier in Frankreich, dieser komische Pinöppel da, ne? Der sagt mir auch gar nichts. Wobei, ist er nicht Frankreich? Ist das schon... Ist das schon Belgien? Ja, die Karte ist halt ein bisschen schräg, ist schwer einzuschätzen, aber hier ist Deutsch. Das könnte sogar schon Belgien sein. Oder? Das heißt, hier oben ist auf jeden Fall in der Nähe von Amsterdam. Da müsste Amsterdam sein. Diese kleine Ecke, wo diese ganzen kleinen Inseln sind. Wir machen einfach 03, passt schon. Finde ich gut. Weißt du was, generieren wir die Scheiße mal. Dann haben wir wenigstens auch direkt den Punkt, dass wir echte Städte bauen können. Was mir auch die Namensgebung einfacher macht. Und generell die ganze Zurechtfindung auf der Karte. Oh mein Gott, sind wir da rangezoomt. Holy shit. Oh lol, okay. Warte, ich geh mal ganz kurz in bekannte Gefilde hier oben. Oh, hier ist ja einfach alles Lehm. Oder ist doch Lehm, oder? Ja, Lehm. Hätte mich auch gewundert, wenn es was anderes ist. Wieso ist denn jetzt hier so ein komisches, lehmiges Wüstengebiet gefühlt? Okay, ja, müssen die ja wissen. Aber auf jeden Fall nicht klein, die Karte. Holy shit. Krass. Die Frage ist, wo fangen wir an? Alter, wie viel ist denn hier bitte? Ich kann es halt gar nicht einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig ist, was da rumliegt. Aber es sieht halt viel aus. Das ist ja schon fast ein bisschen wie bei den Siedlern damals. Wo die dann diese kleinen Speer losgehen. Und stellen eine Flagge hin. Dann kannst du so eine kleine Mine draufknallen. Ich würde schon fast im fruchtbaren Bereich anfangen. Und hier ist ja eh viel Kohle, was wir am Anfang eh brauchen. Bisschen Lehm. Holz können wir eh anbauen so. Ich würde schon fast in Spanien anfangen. Weil die meisten Städte, die mir da einfallen, sind halt auch in Wassernähe. Also ich meine, Madrid sind hier mittendrin, können wir uns eh sparen, weil da ist kein Wasser. Ich meine hier oben, ist das schon hinter der Kuppel oder vor der Kuppel? Ich meine vor der Kuppel. Ich glaube, hier ist Barcelona. Die könnten wir zum Beispiel als Stadt nutzen. Wobei das halt... Ja doch, könnte man schon machen. Ist genug Platz auf jeden Fall hier. Valencia kenne ich auch noch, aber ich weiß jetzt nicht, wo genau es jetzt hier liegt. Irgendwo rechts hier auf jeden Fall. Da irgendwo ist Valencia. Was kenne ich denn da noch? Malaga vielleicht? Das müsste hier unten irgendwo sein. Ja, in Portugal kenne ich nur zwei Städte, ehrlich gesagt. Lissabon und Porto. Nee, Porto. Porto? Porto? Ja, und Madrid, aber Madrid ist ja eh... ein bisschen weg, ne? Diese Insel. Nee, war nicht Madrid. Quatsch. Da wo halt Unge und so sind. Warte, wie hießen die Scheiße nochmal? jetzt kommt nur mal Madrid, Mallorca und so im Kopf. Warte, wie heißt das nochmal? Madeira. Ich brauch gleich nachgucken. Madeira, genau, das kenne ich auch noch. Madeira gehört ja auch zu Portugal, ist ja irgendwo hier unten. So ein bisschen links von Afrika quasi. Und hier oben müsste dann irgendwo Porto sein. Da so, die Kante. Und hier unten ist halt dann irgendwo Lissabon. Da, glaube ich, an der Spitze. Ja, also hier wäre ein cooler Startpunkt auf jeden Fall. Mein Problem ist nur, bei der Karte generell, ich habe doch mal erklärt bekommen, im Tutorial, dass das Lagerhaus nur einmal existieren darf. Ist das jetzt wirklich komplett nur einmal pro Karte? Weil wenn, wird das nämlich echt krass. Falls du dir einmal nicht sicher bist, wenn was du so als nächstes tun sollst, ja, Freischaltmenü. Ich weiß halt nicht, wie... Also mein Problem ist mit der Lagerhalle, bin ich ganz ehrlich. Huch. Hä? Ach, ich muss echt ranzoomen, um das auch aufzumachen, das Menü. Okay. Du befindest dich im Baumodus. Ja, ja, mit B. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Lagerhalle verwahrt Baumaterialien für Bauarbeiten und Wartungen. Vergewissere dich, dass Güter für zukünftige Bauprojekte hierher geliefert werden. Ja.
Damit kann ich quasi bauen, das ist klar. Lagerhallen, hier ist die Mehrzahl übrigens, also kann ich mal davon ausgehen, dass es mehrere gibt, hoffe ich mal, werden idealerweise auf großen Freiflächen ohne Berge oder Wasser gebaut, sonst könnte es schwierig werden, deine hart verdienten Materialien nach Hause zu bringen. Ich sag's dir ganz ehrlich, das ist jetzt ein entscheidender Faktor. Darf ich davon mehrere bauen oder nur eine? Die Lagerhalle lagert Baumaterialien und Güter. Es kann nur eine Lagerhalle geben. Zerstöre die existierende Halle, um eine neue zu bauen. Boah. Okay, dann muss ich direkt was machen. Wir speichern auf YouTube, weil YouTube-Test haben wir ja da gesichert gehabt, ne? 1024 mal 1024. Okay, wie groß ist das jetzt? Nett. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ich nur eins bauen kann, wie mache ich das mit den Zügen und Sprit? Weil wenn die jetzt, sagen wir mal, von hier hinten fahren später, das wird ja dann ein Ewigkeitstrip. Weil ich zoome mal ran, wenn wir jetzt mal unten nach Spanien gehen, guck dir mal an, wie weit das ist. Das ist ja schon nicht wenig. Also die Karte ist tatsächlich groß. Das gefällt mir auch ganz gut, ehrlich gesagt. Große Karten sind immer nice. Aber das ist wie viel. Ich würde mich jetzt eigentlich irgendwie hier hinbauen, weil da so eine schöne Freifläche erstmal wäre. Eine sehr große sogar. Ich hätte die direkt hier hingeklatscht, einfach da. Und dann irgendwie mit Lissabon hier unten angefangen oder so. Das wäre jetzt mein Plan gewesen. Also der Grundgedanke ist ja eigentlich erstmal geil, dass es nur eine Lagerhalle geben darf. Aber die Frage ist, wie weit kann man die erweitern? Deswegen habe ich jetzt gespeichert und gucke erstmal nach, was passiert. Ja, das ist ein Dorf, klar. Das sind die Bergwerke. Lagerhalle selber kann man nicht erweitern. Ha! Okay, das irritiert mich jetzt. Gibt's irgendwie so ein... hier war auch irgendwie... Der hat mir doch jetzt erwähnt gehabt, wie wir das freischalten dürfen, ne? Also gibt's irgendwie sowas wie ein Tech-Tree oder so? Das wäre auch noch schön. Achso, ja, nee, das ist ja Quatsch. Was will ich denn da? Lol. Nicht wild neu starten. Okay, da ist anscheinend nichts dazu. Die Frage ist, wie weit kann ich den erweitern? Oder vergrößern? Das finde ich schwierig. Weil was mich jetzt halt interessiert ist, also ganz ehrlich, ohne Scheiß, wenn ich jetzt ein Lagerhaus baue, ne? Das von überall erreichbar sein muss. Wäre das echt bescheuert. Weil die Karte ist echt riesig. Ich würde ansonsten, lassen wir hier nur das da und das da reinlaufen. Stein habe ich hier gar nicht, ne? Oh, lol. Hoppala, vielleicht ist Spanien doch keine so gute Idee zum Starten. Wollen wir denn Stein, Lehm und Kohle? Und wo ist relativ mittig? Also ich meine, Deutschland wäre eigentlich schon fast ein echt geiler Punkt. Da haben wir auf jeden Fall Kohle viel. Mitte der Karte ist ungefähr da. Da will ich mich das Lagerhaus hier hinsetzen oder so. Da an diese Freifläche. Ist die Kohle nicht weit weg? Lehm haben wir ganz viel, gerade in Deutschland Richtung so, richtig viel. Aber Stein, wo gibt's denn viel Stein? Ach nee, warte, ich bin dumm. Sorry, Stein ist da einfach nur ein Gebirge, das habe ich vergessen. Das kann ich einfach irgendwo dran setzen. Ja, dann gibt's ja hier, das ganze Schwarze ist ja quasi Gebirge. Da haben wir es ja eh rundum. Weil das hier müsste eigentlich auch auf jeden Fall passen für einen Bahnhof, oder? Also so ein Lagerhaus mit Bahnhof. Ist schon riesig. Und Leben muss halt ein bisschen länger fahren, aber das ist wenigstens zentral auf der Karte, oder? Richtig krass wäre natürlich auch, wenn wir es da hinsetzen, aber ich weiß nicht, wie das dann... Oh, schwierig, schwierig. Also ich finde es ganz ehrlich, also ohne Witz, das ist jetzt echt nicht so eine einfache Entscheidung, weil alles, was wir danach bauen, sich davon irgendwie ein bisschen abhängig macht. Nur hier wäre halt irgendwie am sinnvollsten, weil das halt die Mitte der Karte ist, ungefähr. Aber ich finde, das hier wäre noch ein bisschen mittiger tatsächlich. Diese große Fläche. Und die sah mir irgendwie glatter aus, so.
Alternative wäre noch irgendwie in Frankreich, aber dann ist halt das hier ganze rechts ein bisschen zu weit weggefühlt. Nö, weißt du was, ich würde sagen, wir laden, um das ganze bisschen Geld noch zu behalten. Wobei es ja eh noch nicht viel getan hat, ist ja eigentlich auch egal. Aber ich würde, glaube ich... Wir nehmen den Punkt hier. Oder? Oder den. Es geht nur noch um die oder die Kuppel. Und da würde ich, glaube ich, tatsächlich doch lieber die obere nehmen, weil da dann das Lebenszeug näher dran ist. Ja, okay, fest entschieden, da gehen wir hin. Sorry, aber der Startpunkt, der muss wichtig sein, wo wir da hingehen. Oh, lol, wie viele Autosaves es gibt hier. Lul. Ja, YouTube. Nicht speichern, laden, nur laden, bitte. Oh, okay, das Laden hat ein bisschen gedauert, obwohl hier nichts steht. Ich meine, gut, die Karte ist groß. So, dann bauen wir uns da uns jetzt ein Lagerhaus rein. Und zwar genau da zwischen diese Steindinger, weil es genau die Mitte ist. Da kommt jetzt unser Lagerhaus hin. Ich weiß zwar nicht, wozu dieser große Felsen ist, aber ist mir auch egal. Jetzt ist er weg. So, Lagerhalle ist da. Dann würde ich sagen, fangen wir auch mit einer ganz anderen Stadt an, als eigentlich geplant. Und zwar könnten wir theoretischerweise Hamburg nachbauen, aber Hamburg ist ziemlich viel an Leben dran. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Dann könnten wir eher hier oben hingehen, so an der Ostsee, und da irgendwie eine Stadt bauen, oder? Oder wir gehen nach Polen. Aber ich kenne in Polen keine Stadt. Kennt ihr in Polen eine Stadt? Wobei doch, ich kenne eine. Oh, wo war die denn nochmal? Also Warschau ist ja die Hauptstadt. Die müsste irgendwo da sein, wo jetzt die Kohle ist ungefähr. Das weiß ich wohl noch. Oh Gott, wie hieß denn die Stadt nochmal im Wasser? Also ich meine, klar, durch Geschichte und all möglichen anderen Gründe weiß ich, dass hier oben Kaliningrad war. Und gegenüber von Kaliningrad, irgendwo hier müsste, also irgendwo da. War da nicht Danzig? Boah, das weiß ich nicht, du. Ja, und ich habe Papier ist Deutschland irgendwo, ne? So ab diesen kleinen, großen Seedingens da. Falls es überhaupt irgendwie akkurat ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es schon so sein sollte. Und da müsste, glaube ich, irgendwo hier in diesem Knick, da müsste, glaube ich, irgendwo... Travemünde wird das, glaube ich, oder... Timmendorfer Strand und so, ist auch eine super geile Gegend. Und Lübeck ist da, glaube ich, auch noch irgendwo drin. Lübecker Marzipan und sowas, auch richtig nice. Hier oben ist dann Rostock und da oben ist dann Kiel. Irgendwo, oder da oben? Irgendwo hier. Boah, diese gedrehte Karte macht mich ein bisschen irre. Ich muss mein ganzes meinen Kopf ein bisschen schräg halten. Aber ich glaube, hier oben ist irgendwo Kiel. So, die deutschen Städte kriege ich ja hin. Ich glaube aber jetzt ganz ehrlich, dass da oben irgendwo hier an dieser, weil da ist auf jeden Fall zu 100% Kaliningrad. Das weiß ich halt einfach, weil es ist halt geschichtlich wichtig gewesen und Zweiter Weltkrieg und andere Sachen safe hängen geblieben. Und ich meine, gegenüber davon, der anderen Dingens, weil das hier wie so eine Kuhle war, da war dann irgendwie Danzig. Aber ich meine trotzdem, entweder ein bisschen weiter nach da oder nach unten, eins von beiden. Aber ich meine, es ist hier in der Kuh. Wir machen einfach da Danzig rein. Da. Dann fangen wir in Polen an. Einfach weil hier ist halt viel Leerfläche. Eigentlich witzig, dass Danzig unsere erste Stadt ist, ne? Na, aber find ich eigentlich ganz gut. So, dann gehen wir hin und klatschen uns jetzt erstmal ein Dorfgemeinschaftshaus hin. Und da das jetzt natürlich wassernäher und auch Platz braucht, sollten wir aufpassen, dass es auch ordentlich gemacht ist. Aber die Frage ist, wie viel Wasser wir da drin haben wollen. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen schummeln und die Städte ein bisschen versetzen, als sie in echt sind. Weil da hinsetzen macht keinen Sinn, dann hätten wir nämlich die Hälfte des Bauplatzes im Wasser. Das macht da gar keinen, das ist schlecht. Ich möchte natürlich so viel Fläche wie möglich haben. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es gibt keine Schiffe. Ja? So. Da würde ich mich so hingehen. Noch vielleicht zwei, drei rüber. So, dass wir die Insel oben berühren quasi, also hier so hin. Zählt die Insel dazu? Ich weiß es nicht. Wir machen es mal ohne Insel. Und gehen von da aus jetzt fünf ins Wasser. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin. Gründe dein erstes Dorf. Easy. Arbeiter benötigen in ihrer arbeitsfreien Zeit einen Ort zum Rasten. Cool. Das Dorf benötigt Wohnstätten, die Arbeiter beherbergen und ihnen ein Leben außerhalb der Arbeit bieten. Wenn du Arbeit und Güter zur Verfügung stellst, verbessert das nicht nur das Leben deiner Einwohner, sondern zieht auch neue an. Ja, aber ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee, so wie es jetzt ist. Dorfgemeinschaftshaus steht. Dann machen wir uns jetzt ein paar kleine Hütten dahin. Aber das heißt natürlich nicht Zucker. Sucre. Sugar. Das ist natürlich Danzig.
Da kann man sich ganz den Scheiß wenigstens merken. So.